Soll ich sie lieber auf 2 oder auf 3 spielen? Oh, hi, Iggy Manu. Hey Ragnar, ich hab dir ein Geschenk von Konami mitgebracht, den ich hier irgendwo im Keller versteckt habe. Okay, soll ich schon mal anfangen zu suchen? Klar, sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Dann bin ich mal gespannt, was genau du versteckt hast. Hier auch nicht. Okay, in den Schubladen ist auf jeden Fall schon mal nichts. Das hast du echt gut versteckt. Ich finde hier rein gar nichts. Eine Idee habe ich noch. Die letzte Möglichkeit wäre dieser Schrank. Oh ja, ein Weihnachtskalender. Den hast du wirklich sehr gut versteckt, Igor. Klar, er ist ja auch vom Osterhasen. Du weißt allerdings schon, dass Weihnachten nichts mit Ostern zu tun hat, oder? Wie meinst du das? Also den Adventskalender bringt, wenn überhaupt, der Weihnachtsmann. Wer ist denn jetzt nur der Weihnachtsmann? Ich kenne nur den Osterhasen. Ich würde mal so sagen, ein dicker, weißer, bärtiger Mann, der durch den Schornstein kommt. Aber wenn er so dick ist, dann passt er doch gar nicht durch den Schornstein. Egal, lass mir das, Igor. Wie dem auch sei, ich danke dir auf jeden Fall für den Adventskalender. Kein Problem, Ragnar. Bis dann. Da Igor uns jetzt hier einen Weihnachtskalender gebracht hat und wir zufällig den 1. Dezember haben, würde ich sagen, öffnen wir einfach mal gemeinsam die erste Tür. Und wie bereits erwähnt, werden wir jetzt, bevor das Deckprofil startet, erst einmal die allererste Tür des Adventskalenders öffnen. Und ich bin gespannt, was wir in der ersten Tür so dabei haben und hoffe auf jeden Fall, dass die weiteren Intros für den Adventskalender bei euch gut ankommen werden. Wir schauen jetzt einfach mal, was wir in der ersten Tür des Adventskalenders dabei haben. Und wir fangen direkt mal an mit einer Super Rare bzw. Ultra Rare. Und zwar die Nostalgie schlechthin, und zwar Kuribo. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und lesen seinen Effekt durch. Ich denke aber, der sollte geläufig sein. Und zwar während der Schadensberechnung, falls ein Monster deines Gegners angreift, Schnelleffekt, du kannst diese Karte abwerfen und erhältst aus diesem Kampf halt keinen Kampfschaden. Und wenn ich mich nicht irre, ist Kuribo die allererste Handtrap, die wir in Yu-Gi-Oh! Bekommen haben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu Kuribo sagt. Und ob ihr selber einen besitzt, wird mich mal interessieren, weil das ist jetzt hier mein erster, nachdem ich halt meine Sammlung aufgelöst hatte. Dort hatte ich natürlich auch einen Kuribo dabei. Ja, jetzt haben wir hier einen weiteren und der sogar ein Ultra Rare. Und wir starten hier sogar mit einer Ultra Rare im Adventskalender, was natürlich auch sehr cool ist. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Thema des Videos, und zwar dem Deck Profile der Feldsöldner. Wie immer beginnen wir mit den Deck-Details und wir fangen einfach mal an mit dem Main Deck. Dort spielen wir 40 Karten, aufgeteilt in 28 Monster. Zauberkarten spielen wir 12. Und wer mitgerechnet hat, weiß, das sind schon 40 Karten, heißt, wir spielen keine einzige Fallenkarte. Liegt daran, dass ich dieses Deck eher Second-lastiger aufgebaut habe. Im Extra-Deck spielen wir 15 Karten, aufgeteilt in 12 Link-Monster, 2 Fusion und ein Xyz-Monster. Und das Xyz-Monster ist, denke ich mal, so die Karte, was dieses Deck-Profile einzigartig macht. Und auch mein Deck-Bild, sage ich mal. Was die Fusion angeht, würde ich sagen, könnt ihr euch schon denken, welche Zauberkarte ich spiele. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit den Feldsöldnern an sich. Dort haben wir ja große Feldsöldner und dazu natürlich kleine Feldsöldner. Die haben immer jeweils einen unterschiedlichen Effekt. Bei den großen ist es immer so standardgemäß, wenn die gespecialt werden, bekommen sie einen Effekt. Und dann haben sie halt noch einen Haupteffekt. Bei den kleinen Monstern, sie können während der Main Phase alle einen Feldsöldner von der Hand spezial beschwören. Und wenn ein Feldsöldner spezial beschworen wird, also bei den kleinen Monstern, dann können wir jeweils auch nochmal einen unterschiedlichen Effekt aktivieren. Was bedeutet, wir brauchen in diesem Deck definitiv immer einen Normal Sum, natürlich von den kleinen Monstern. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt hier einfach mal mit den großen Monstern von den Fellsöldnern. Und zwar spielen wir, wie eben schon bereits erwähnt, zweimal den Raphael Champion Fellsöldner. Und er hat den Effekt, wenn er spezial beschworen wird, können wir die obersten Karten unseres Decks ausgraben. Und abhängig der Anzahl Fellsöldner mit unterschiedlichen Namen
können wir von unserem Deck Karten ausgraben und eine davon halt unserer Hand hinzufügen, die restlichen ins Deck mischen, was natürlich jede Karte in unserem Deck quasi suchbar macht, was schon mal ziemlich cool ist. Dann kommen wir noch zu seinem Main-Effekt, und zwar ist das auch ein Schnelleffekt. Wenn ein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, wir können eine Fellsöldner-Karte von unserer Hand abschmeißen und den Effekt annullieren. Das natürlich once per turn, was schon mal ziemlich cool ist, und das ist hier auch unser Boss-Monster, abgesehen jetzt von den Link-Monster. Wir spielen dann noch eine Sigitta auf 1. Sie hatte ich erst gar nicht drin, habe mich dazu dann aber entschieden, sie doch reinzupacken. Und zwar hat sie den Effekt, falls diese Karte halt spezial beschworen wird, können wir für jedes Fellsöldner-Monster mit unterschiedlichen Namen, was wir halt kontrollieren, den Gegner 500 Schaden zufügen. Und ich fand die Karte vielleicht im Late Game gar nicht mal so verkehrt. Des Weiteren können wir die davor specialen, bevor wir halt angreifen, um nochmal ein bisschen Burn-Schaden zu machen. Des Weiteren hat sie den Main-Effekt, dass der Gegner Fellsöldner-Monster außer diese Karte nicht als Ziel für Karteneffekte wählen kann, was natürlich auch schon mal ein ziemlich cooler Schutzeffekt ist. Dann spielen wir noch einmal Dina oder Dina, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, den finde ich vom Artwork am coolsten. Und wenn er gespecialt wird, können wir für jedes Fellsöldner-Monster mit unterschiedlichen Namen, was wir halt kontrollieren, eine Karte im Friedhof des Gegners verbannen, was zum Beispiel gegen Salamangreat oder Orcus natürlich ziemlich cool kommt, gegen Thunder Dragon eher weniger, aber ich finde ihn auf 1 definitiv sehr gut. Des Weiteren hat er noch den Main-Effekt, dass der Gegner keinen anderen Fellsöldner-Monster halt außer deiner als Ziel für Angriffe wählen kann, und mit 2-5 ist das natürlich schon mal gar nicht verkehrt, wodurch wir halt die kleinen Monster vor Angriffe schon mal schützen können. Dann machen wir weiter mit Viz. Die spielen wir auch auf 1. Und der Special Effekt ist eigentlich der gleiche wie bei Sagitta. Und zwar verliert der Gegner nicht 500 Life Points, sondern wir erhalten 500 Life Points für jedes Fellsöldner Monster mit unterschiedlichen Namen, was wir kontrollieren. Dann zu ihrem Main Effekt. Der ist genauso wie bei Raphael. Bloß, dass wir statt Monster Effekte Zauber bzw. Fallenkarten annullieren können, wenn wir halt eine Fellsöldner Karte von unserer Hand abschmeißen, wodurch wir natürlich einen weiteren Negate haben. Und ja, das soweit zu den großen Monstern. Kommen wir jetzt noch zu den kleinen Monstern, die auch durchaus wichtiger sind, sage ich mal. Ohne die sind die großen Monster, sage ich mal, eher useless. Und beginnen werden wir mit den Sucher unseres Decks, und zwar den Beat oder Beat Klingenkämpfer Fellsöldner. Und wie eben bereits schon erwähnt, können wir während der Main Phase bei den kleinen Monstern immer einen Fellsöldner von unserer Hand spezial beschwören. Und dann bei seinem zweiten Effekt, wenn halt ein Fellsöldner auf unserer Spielfeldseite spezial beschworen wird, können wir uns ein Fellsöldner Monster von unserem Deck der Hand hinzufügen. Und das ist natürlich wichtig, um zum Beispiel die großen Monster rauszusuchen oder weitere kleine, um unser Feld weiter zu spammen mit weiteren Fellsöldner-Monstern. Machen wir weiter mit der nächsten Karte. Dort spielen wir Seal, Stratege der Fellsöldner. Den Main-Face-Effekt hat sie natürlich so wie Beat, also dass wir einen Fellsöldner von unserer Hand spezial beschwören können. Und man merkt durch die kleinen Monster eigentlich auch die Hauptstrategie des Decks, dass wir halt nach und nach immer mehr Fellsöldner-Monster halt aufs Spielfeld bekommen. Und wenn bei Seal ein Fellsöldner-Monster auf unsere Seite spezial beschworen wird, können wir uns von unserem Friedhof ein Fellsöldner-Monster der Hand hinzufügen. Heißt, er ist quasi unser Recycler für unser Deck, natürlich nur für Monsterkarten, aber dennoch definitiv ziemlich wichtig, um halt vielleicht zum Beispiel wieder ins Spiel reinzukommen. Dann machen wir weiter mit der nächsten Karte, die wir auch auf 3 spielen, und zwar Bravo, Kämpfer der Fellsöldner. Und diese Karte könnt ihr, wenn ihr dieses Deck eher First-lastiger bauen wollt, also mit mehr Negates, würde ich diese definitiv entweder auf 1 oder auf 2 spielen, weil dort bringt sie euch eher weniger was. Für mein Bild jetzt, da ich das halt Second und mehr OTK-lastiger aufbaue oder aufgebaut habe, würde ich sie definitiv auf 3 spielen. Und zwar hat sie natürlich wie diesen Main-Effekt wie die anderen, dass wir einen Fellsöldner von unserer Hand spezial beschwören können. Und wenn ein Fellsöldner auf die Spielfeldseite von uns spezial beschworen wird, erhalten alle unsere Monster, auch Monster, die keine Fellsöldner sind, 500 ATK und Death. Und wie gesagt, das ist definitiv ziemlich gut, wenn man halt zacken geht, um halt den OTK zu drücken, falls halt noch die ein oder anderen Life Points fehlen. Und damit können wir das definitiv noch pushen. Das war es auch soweit zu den Free-Offs, die wir spielen. Wie gesagt, den Bravo könnt ihr cutten, wenn ihr das Deck eher Second-lastiger aufbaut. Dann spielen wir noch auf 2, und zwar den Helmer, Steuermann der Fellsöldner, und der kann wie die anderen auch, ich glaube, das muss ich jetzt bei den Kleinen gar nicht mehr erwähnen, halt während der Main-Phase einen Fellsöldner von unserer Hand spezial beschwören. Und wenn halt ein Fellsöldner auf unsere Spielfeldseite spezial beschworen wird, solange wir halt Helmer kontrollieren, können wir eine Fellsöldner-Karte abwerfen und dafür eine Karte ziehen, wodurch wir unsere Hand definitiv verbessern können und vielleicht Bricks abwerfen können, falls wir halt Fellsöldner doppelt gezogen haben, da sie ja alle once per turn sind. Von daher finde ich den Steuermann, ob second oder halt first, ziemlich gut. Und dann kommen wir noch zu den Monstern mit 2 Sternen, und zwar
einmal den Domper, beziehungsweise zweimal den Domper, Scharfschütze der Feldsöldner, Main Effect, wie bei allen anderen gleich, also den Main Face Effekt, dass wir halt einen Feldsöldner Spezial beschwören können. Und wenn das halt passiert, können wir eine offene Karte auf dem Spielfeld wählen und sie halt zerstören. Ist leider ein Wähleffekt, aber für ein kleines Monster mit 2 Sternen definitiv sehr gut. Und dadurch können wir definitiv Karten loswerden, die vielleicht störend sind. Und wenn der Gegner keine wirklichen Negates hat, ist das natürlich ziemlich gut. Machen wir weiter und auch quasi mit seinem Gegenpart. Und zwar den Recon, Kundschafter der Feldsöldner. Er hat eigentlich genau den gleichen Effekt, bloß dass wir gesetzte Karten zerstören können. Ist natürlich gegen Backrow-lastige Decks sehr gut und vor allen Dingen, da wir Second gehen, sehr gut, um Fallenkarten loszuwerden. Von daher Recon definitiv auf 2. Und die letzte Karte, die wir in Dark Neostorm dazu bekommen haben und auch die neueste Feldsöldner-Karte, und zwar die Philo, Botin der Feldsöldnerin. Und sie ist quasi unsere Wiedergeburt. Wenn halt ein Feldsöldner auf unsere Spielfeldseite spezial beschworen wird, können wir einen Feldsöldner in unserem Friedhof in die Verteidigungsposition beschwören. Wenn er aber das Spielfeld verlässt, kommt er unter das Deck. Heißt, wir können ihn zum Beispiel mit dem Seal nicht recyceln, was ich ein bisschen schade finde. Aber dennoch, Philo definitiv eine Karte, die in dem Deck gefehlt hat. Und ist halt einfach eine Special Sum vom Friedhof, beziehungsweise ermöglicht uns das, einen Feldsöldner vom Friedhof wiederzuholen. Und daher der Philo definitiv eine sehr gute Karte in dem Deck. Das war es soweit zu den Feldsöldnern. Zumindest bei den Monstern, die wir halt spielen. Und dann noch zu ein paar generischen Special Sums, und zwar zweimal den V-Shooter. Wenn wir den halt first of the hand haben, können wir den einfach vorher halt specialen. Unter anderem halt den Mönch bauen und dann mit dieser Karte eine Karte des Gegners auf die Hand zurückgeben. Was definitiv schon mal sehr hilfreich sein kann. Ansonsten, wenn man sich den Mönch nicht bauen will, ist er definitiv sehr gut, um ihn halt für andere Link-Monster zu verwenden. Dann spielen wir zweimal den Pankatops. Und wie gesagt, wir sind ja going second-lastig unterwegs. Und da ist der Pankatops natürlich ideal für. Erst einmal mit 2-6 ein guter Beatstick, um halt den OTK zu drücken. Ansonsten können wir seinen Schnelleffekt aktivieren, um eine Karte des Gegners halt zu zerstören. Und dann komme ich zu einer Karte, die wahrscheinlich keiner hier einbauen würde. Ich aber getan habe, und zwar den Linkschlechter. Diesen würde ich sogar einbauen, würde ich dieses Deck first-lastig bauen, weil diese Karte nicht nur beschwörbar ist, wenn der Gegner halt Monster kontrolliert und wir nicht, wie zum Beispiel bei den Pankatops. Und das ist eigentlich genauso gleich wie bei Vishuda, weil wenn wir gar keine Monster kontrollieren, können wir diese Karte spezial beschwören. Des Weiteren können wir mit ihnen Backrow loswerden. Und zwar können wir bei ihnen, wenn wir halt Karten abschmeißen, je nachdem wie viele wir abschmeißen, also wie gesagt auch bis zu 2, dann jeweils eine oder halt 2 Zaubern Feind zerstören, was ich ziemlich gut finde. Des Weiteren ist ja auch nochmal eine gute Karte, die wir weglinken können, und daher finde ich den Linkschlechter hier drinnen sehr gut. Und er hat noch 2000 ATK, wodurch er ein guter Beatstick ist, genau wie bei dem Panker. Bloß der Panker braucht ja halt gegnerische Monster, um sich specialen zu können. Von daher Linkschlechter, definitiv eine coole Karte in diesem Deck. Und das soweit auch zu den Monstern, die wir hier spielen. Kommen wir zu den Zauberkarten. Und zwar spielen wir hier zweimal den Dark Ruler. Ich habe ihn hier jetzt nur zweimal eingebaut. Einfach wie gesagt, durch den Raphael können wir uns jede Karte aus dem Deck quasi searchen. Ist natürlich ein bisschen AMG, aber dennoch können wir Dunklen Herrscher damit auf die Hand bekommen. Und falls der Gegner halt viele Negates spielt, können wir mit dieser Karte das halt aushebeln. Der einzige Nachteil dabei ist, dass der Gegner diese Runde halt keinen Schaden mehr bekommt, was dennoch trotzdem hilfreich sein kann, gegnerische Effekte halt zu annullieren. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, viele Negates aufs Board zu bekommen, wie halt zum Beispiel den Raphael und den Wiz. Von daher finde ich den Dunklen Herrscher in diesem Deck sehr wichtig, weil falls der Gegner halt wirklich viele Negates hat, können wir eigentlich gar nichts mehr machen. Und daher ist der Dunkle Herrscher sehr gut. Können wir natürlich auch auf 3 spielen. Würde ich jetzt nicht machen, weil wenn man ihn zu oft zieht, ist er eher ein Brick. Und falls man dann doch halt first geht, ist die Karte natürlich eher unwichtig. Von daher auf jeden Fall auf 2. Wenn ihr den Ruler auf 3 spielen wollt, dann cutte definitiv dieser Gitter, weil das habe ich gemacht, dass ich sie erst auf 3 gespielt habe. Habe jetzt aber den Ruler wieder rausgenommen und halt dieser Gitter mit reingehauen. So viel auf jeden Fall dazu. Dann spielen wir noch 3-mal den Mind Control. Ist momentan eine wirklich sehr, sehr gute Zauberkarte, um gegnerische Monster zu stehlen, die wir natürlich weglenken können, aber auch den Weg freiräumen können, um halt den OTK zu drücken. Daher definitiv 3-mal die Gedankenkontrolle. Dann zu der Karte, warum ich halt Fusionen spiele, und zwar die Instant Fusion. Ist natürlich für eine weitere Special Sum, um halt mehr Link-Material zu bekommen. Und da wir hier das 1000-äugige Opfer spielen, können wir auch noch gegnerische Monster aufsaugen. Ist eigentlich ähnlich so wie die Gedankenkontrolle. Und ziemlich gute Karte in diesem Deck. Dann als letzten Two-Off und auch als themeninterne Karte, und zwar Feldsöldner
Durcheinander würde ich auf jeden Fall nicht auf 3 spielen, da sie halt Once per Turn ist. Aber damit könnt ihr halt einen Felsen am Anfang eurem Friedhof spezial beschwören. Leider nur in die Verteidigungsposition, aber damit könnt ihr halt von den großen Monstern die Effekte ein bisschen besser verwenden, da umso mehr ihr unterschiedliche Felsöldner kontrolliert, umso mehr könnt ihr halt mit den großen Monstern machen, zum Beispiel bei den Raphael, mehr Karten auszugraben, von daher ziemlich gut. Und natürlich auch, um mehr Link-Material zu haben, ist diese Karte definitiv unersetzlich in diesem Deck, aber auf 3 würde ich sie nicht spielen. Dann Verstärkung für die Armee ist natürlich unsere Karte, um den Beat rauszuholen, und der sucht dann auch noch eine weitere Karte, von daher eine sehr gute Combo. Dann spielen wir eigentlich zweimal Wiedergeburt und zweimal Nachfolge und halt Wiedergeburt. Nachfolge in dem Deck definitiv sehr gut, da wir halt viele Link-Beschwörungen machen und dann wieder Monster vom Friedhof auf unser Spielfeld bekommen. Oder falls gegnerische Monster in unsere Zonen zeigen, also von den Link-Monstern, können wir das natürlich auch gut ausnutzen. Und von daher definitiv Nachfolge mit reingehauen. Und passt auch sehr gut ins Deck. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Extra-Deck. Und zwar spielen wir da zweimal Folgo, Gerechtigkeits-Fellsöldner. Ist hier unser Boss-Monster für halt die Fellsöldner. Abgesehen jetzt von den Raphael. Erst einmal kann diese Karte nicht als Link-Material verwendet werden. Was ein bisschen schade ist, aber auch sehr gut sein kann, falls der Gegner diese Karte mit Mind Control klaut. Diese Karte ist aber eher dazu da, halt wie gesagt, um für den OTK zu gehen. Und dann hat sie noch 2 weitere Effekte. Wenn diese Karte halt Link beschworen wird, können wir einen Fellsöldner von unserem Deck mit einem unterschiedlichen Typen, als wie das Material, wie wir für Folgo halt verwendet haben, von unserem Deck speziell beschwören. Leider hier auch wieder in die Verteidigungsposition. Kann aber dennoch für den weiteren Effekt sehr wichtig sein, und zwar, falls ein oder mehr Karten, die dein Gegner halt kontrolliert, durch einen Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, du kannst eine Karte ziehen. Dann, falls du 3 oder mehr Feldsöldner mit unterschiedlichen Namen kontrollierst, ziehe 2 weitere Karten. Heißt, wenn ihr ihn, also er zählt halt mit dazu, und 2 weitere Feldsöldner kontrolliert, könnt ihr halt bis zu 3 Karten ziehen. Und das ist definitiv sehr cool und erinnert ein bisschen an Sariuja. Frischt natürlich die Hand auf und meiner Meinung nach eine sehr gute Karte für das Deck. Dem Deck fehlt natürlich noch ein bisschen mehr Link-Support. Ansonsten finde ich den Folgo hierfür auf jeden Fall schon mal sehr gut. Machen wir weiter mit generischen Link-Monstern. Dort spielen wir einmal Link-Kuribo. Und der ist natürlich erst einmal da, um halt Folgo zum Beispiel wegzulinken im Notfall. Oder halt für die Instant-Fusion, wenn wir unser 1000-Euriges Opfer aufs Spielfeld holen. Dann natürlich den Mönch, ist klar, wegen dem Vishuda. Dann ein Untertaktungsübernehmer. Ist immer gut, wenn man halt ein OTK-Deck baut. Und mit denen kann man das definitiv etwas pushen, würde ich sagen. Dann bei dem Nightmare Lineups spielen wir einmal den Albtraumritter Phoenix, um Backroll loszuwerden, ein Cerberus, um halt Monster loszuwerden, und dann halt ein Unicorn, um eine Karte halt ins Deck des Gegners zurückzumischen, kann natürlich auch sehr gut kommen. Und ich spiele hier aber keine IP Maskerena, kann man natürlich auch machen, dann zum Beispiel den Untertaktungsübernehmer rauslassen oder einen von den anderen Nightmares. Dann spiele ich hier noch einmal den topologischen Trispena. Und zwar können wir, falls halt in eine Zone von Trispena Karten beschworen werden, können wir so viele Karten, wo sie halt drauf zeigt, verbannen, also Monster. Und abhängig davon, wie viele Monster wir verbannt haben, können wir auch noch zusätzlich Zauber und Fallen auf dem Spielfeld verbannen. Hauptsächlich natürlich von den Gegnern oder halt im Idealfall. Und für jede dieser Karten können wir den Gegner nochmal 500 Schaden zufügen. Dann machen wir weiter mit einen Sariuja. Und da wir in diesem Deck echt so viel aufs Board bekommen und die meisten halt natürlich auch unterschiedliche Namen haben, ist der Sariuja hier ziemlich gut. Erst einmal können wir halt Karten ziehen, des Weiteren ein Monster von unserer Hand spezial beschwören, und in diesem Deck ist dieses natürlich sehr gut, was natürlich noch weitere Effekte triggern kann. Und durch Sariuja bekommen wir nochmal einen ATK-Push, ist natürlich nur diese 300, aber immerhin. Und dann noch ein Kaliber-Schwert und ein Kaliber-Lade. Den Lade oder halt den Schwert könnt ihr rauslassen und dafür vielleicht einen Triple Burst spielen oder halt einen weiteren Folgo, je nachdem wie ihr möchtet. Aber ich finde die beiden jetzt hier eigentlich ziemlich gut drin, vor allen Dingen halt den Kaliberschwert und den Kaliberladedrache. Je nach Situation könnt ihr halt noch ein gegnerisches Monster klauen. Und soweit halt zu den Link-Monstern. Dann kommen wir zu den Insta-Fusion-Targets, und zwar natürlich das 1000-Euriges Opfer, um gegnerische Monster zu klauen und dann halt in Link-Kuribo zu gehen. Und dann kommt eine ungewöhnliche Karte, und zwar Alligator-Schwertdrache. Ich spiele jetzt hier kein zweites 1000-Euriges Opfer, weil ich es nicht habe, ansonsten würde ich dieses tun. Oder halt das Millenniums 1000-Euriges Opfer, glaube ich, heißt das. Würde ich dann lieber spielen, aber ich habe jetzt hier einfach den Alligator-Schwert drin und das ist einfach nur random. Aber ich dachte mir, ich haue den rein, bevor ich nur ein Insta-Fusion-Target spiele, weil er halt erstmal Wind und halt Drache.
was für Folge zum Beispiel wichtig sein kann, weil er ja unterschiedliche Typen halt für seine Beschwörung braucht. Von daher habe ich jetzt einfach den Alligator mit reingehauen und ja. Des Weiteren, falls ihr den mit Wiedergeburt wiederholt, könnt ihr mit denen auch noch direkt angreifen. Falls die einzigen Monster, die ihr Gegner halt kontrolliert, Erde, Wasser oder Feuer sind und gegen Salamangreat natürlich ziemlich cool, aber ist jetzt hier keine Karte, die ich euch empfehlen würde, sondern einfach ein anderes Instant Fusion Target, was definitiv besser ist für dieses Deck. Und als letzte Extra Deck Karte spielen wir hier Nummer 29 Mannequin Cat. Und die spielen wir aus dem Grund, weil wir diese beiden hier spielen und die sind halt beide Stufe 2 jeweils, womit wir halt in die Katze reinkommen. Und by the way, die sind halt auch alle Ungeheuer, was natürlich nicht allzu wichtig ist, aber wollte ich nur so nebenbei nochmal erwähnen. Und wir können hier von dieser Karte ein Material abhängen und dann ein Monster im Friedhof des Gegners spezial beschwören, was schon mal sehr gut sein kann. Zum Beispiel, er hat eine Ash im Friedhof, die können wir dann in Angriffsposition auf seine Spielfeldseite beschwören, die natürlich 0 ATK hat, wodurch wir unseren OTK noch leichter durchbekommen. Und dann hat sie noch den Effekt, falls ein Monster auf die Spielfeldseite des Gegners spezial beschworen wird. Und dann können wir ein Monster mit demselben Typ oder derselben Eigenschaft von der Hand, den Deck oder den Friedhof spezial beschwören. Und da wir in diesem Deck so viele unterschiedliche Typen bzw. halt Eigenschaften spielen, ist das definitiv schon mal ein sehr guter Effekt, wie ich finde. Schreibt mal eure Meinung zu der Mannequin Cat einfach mal in die Kommentare. Und auf die Karte bin ich gerade gekommen, als ich das Deck noch einmal durchgegangen bin, bevor ich halt das Deckbefall gemacht habe und die beiden gesehen habe. Und dachte ich mir, ich hau die mal einfach rein, habe mir den Effekt nochmal durchgelesen und der passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Erst einmal der erste Effekt. Wie gesagt, wir können Monster vom Friedhof des Gegners spezial beschwören. Wenn es halt zum Beispiel ein Monster mit wenig ATK ist, können wir dadurch unseren OTK besser durchbekommen. Und wie gesagt, da wir so viele Monster mit verschiedenen Typen und Eigenschaften halt in diesem Deck spielen, können wir durch ihren Effekt noch ein weiteres Monster aufs Spielfeld bekommen, was durchaus sehr gut sein kann und natürlich auch hilfreich. Wenn euch das heutige Deckbefall gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like auf dieses Video freuen. Ansonsten, wenn ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid, könnt ihr natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da lassen. Schreibt eure Meinung zu dem Deckbefall und vor allen Dingen zu der Mannequin Cat mal einfach in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wiederschauen und reingehauen.